Schönen guten Morgen, Freunde der Groschenromane und des Gruselromans. Ja, also, wir waren einkaufen und beim Edeka, da gibt es halt eben so neben den Cornflakes direkt gibt es jede Menge Zeitschriften. Und bei diesen Zeitschriften stehen halt eben auch die Groschenromane. Naja, und auf jeden Fall sah ich da so ein neue Schauerromanausgabe. So, ne? Und ich dachte, Moment, wie jetzt? Haben die neue Gruselbücher? Was ist da los? Wo ist John Sinclair? Ist John Sinclair etwa abgesagt worden? Wollte ich jetzt schon sagen. Na, ihr wisst schon, ne? Also eingestellt worden. Was geht da vor? Also habe ich ein bisschen gekramt in den Groschenroman und habe dann das hier gefunden. Jetzt sagt ihr, toll, das ist doch ein John Sinclair. Ja, das ist ein John Sinclair, aber, wo sieht man es denn? Da. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich bemühe mich mal. Da. Na, bist du scharf? Ja, da, jetzt kann man es erkennen. Seht ihr? Band 1. Band 1. So, das wird jetzt nur ganz kurz ein Informationsvideo, liebe Leute. Und zwar, ich habe euch ja schon mal erzählt hier in dem anderen Video, das verlinke ich euch, ne? Habe ich euch ja erzählt, dass mein Herz für Groschenromane schlägt, also genau gesagt für John Sinclair, seit meine Oma mir damals die Geschichten, als ich Kind war, erzählt hat. Seitdem bin ich John Sinclair-Fan. So, und ich war aber schon ein bisschen älter, als ich dann in dem Alter war, wo ich die Heftchen lesen konnte. Und deswegen mein jüngstes, also mein ältestes John Sinclair, nee, mein ältestes John Sinclair ist, glaube ich, Band 5 gewesen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube Band 5. So. Naja, auf jeden Fall, die ersten Bände bekam man schlecht. So, weil lange her, dass sie erschienen sind. Und da steht es nämlich oben nochmal drauf. Ron Sinclair Classics. Ja, ich weiß, wahrscheinlich ist das Nepp. Schon klar, aber egal. Ich freue mich trotzdem und ich möchte euch mitteilen, dass sie, also das Bastard-Löwe, die John Sinclair-Hefte jetzt von Band 1 nochmal herausbringt. Wie cool ist das bitte? Also ich freue mich, ich finde es cool. Und hier ist nochmal das alte Cover damals. Seht ihr das? Das ist das Originalcover von Band 1 und damals kostete es eine D-Mark. Ja, so, ne? Und da hießen die noch Gespensterkrimi. Da stand noch gar nicht John Sinclair drauf, sondern Gespensterkrimi. Weil das war nämlich die Serie, die Reihe, die Basta rausbringen wollte. Und dann hat Jason Dark halt eben diese erste Geschichte verfasst, um den Scotland Yard Inspektor John Sinclair. Und die Leute waren so begeistert, dass sie gesagt haben, wir wollen mehr John Sinclair. So, also eigentlich war John Sinclair als eine Geschichte gedacht, eine Geschichte, ein Roman und gut ist. Und zwar war das hier die Nacht des Hexers, ne? So, Band 1, die Nacht des Hexers. Und dann sollte Schluss sein. Aber wie gesagt, die Leute waren so begeistert, dass es dann halt eben weitere Romane gab oder weitere Geschichten gab innerhalb dieser Gespenster-Krimiserie. Und der Erfolg war aber so groß und so überzeugend, dass dann halt eben Buster gesagt hat, hier, John Sinclair kriegt seine eigene Serie. Und so fing das an. Und das wird hier noch ein bisschen schöner erklärt auf einer Seite. Hier gibt es nämlich von wegen hier, da, Achtung, Horrorfans. Und da wird das Ganze dann nochmal erklärt. Ja,
Also ich habe mich auf jeden Fall tierisch gefreut, als ich das gesehen habe, dass die John Sinclair-Hefte jetzt nochmal als Classics rauskommen. Also die ersten Bände. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich alle nochmal verlegen. Also wirklich von 1 bis viel. Oder ob es jetzt halt eben bei ein paar Bänden bleibt, ist egal. Aber auf jeden Fall, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Wie gesagt, ne, mein Herz schlägt für John Sinclair, seitdem meine Oma mir als Kind diese Geschichten erzählt hat. Und ach ja, toll. Das wollte ich euch nur sagen. Wer auch Lust hat, also wer John Sinclair gut findet, ne? Guckt mal, gibt wieder Band 1, so, und wer John Sinclair noch nicht kennt und es vielleicht mal ausprobieren möchte, guckt mal, gibt jetzt Band 1, probiert es doch mal aus, ja, es ist halt sehr eigen, ne, so, also das ist so richtig schön Grusel, das ist so alter, klassischer Grusel, toll. Ich freue mich. So, ja, ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.